Moin, yo, mal wieder Knife Talk. Knife Talk Time könnte also durchaus ein bisschen länger werden. Wird thematisch gar nicht so einfach. Bin mir nicht sicher, wie der Zusatz dieses Knife Talks lauten wird. Mir schwebt irgendetwas vor wie die Problematik oder die Krux der Bestenlisten in heutigen Zeiten. Also Bestenlisten bezieht sich natürlich dann auf Messer-Bestenlisten, auf die besten Punkt, 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 die besten Outdoor-Messer, die besten EDC-Messer, die besten Messer, die Top 10 der besten Messer bis 100 €, über 100 € bis 50 €. Also Listen, die ihr auf meinem Kanal auch schon einige Male gesehen habt und Listen, die, wie ich finde, gerade augenscheinlich aktuell sehr häufig bei amerikanischen Kanälen, die ich so im Abo habe. Also da ploppen die quasi wöchentlich mehrfach auf. Immer interessant, also null, null Hate dagegen. Ich gucke mir die Videos eigentlich immer gerne an. Finde es immer interessant, was die Leute, ne, nicht immer, aber doch zumeist sehr interessant, was die Leute zu sagen haben. Also es geht gar nicht darum, solche Listen in irgendeiner Art und Weise zu kritisieren. Null. Wie gesagt, mach die selber und find das immer interessant. Es geht halt wirklich um etwas, was ich jetzt gerade erlebt habe. Ja, die Krux von Bestenlisten in heutigen, in den aktuellen Zeiten. Und da schoss mir dann auf einmal in den Sinn, das ist wirklich mal eine Thematik für Knife Talk. Und zwar aus den Gründen, dass erstens eine der häufigsten Fragen, also Kommentare, die ich bekomme, mit Fragen wie zum Beispiel, hey Stefan, machst du mal wieder ein Top-10-Video, ein aktuelles? Oder E-Mails, die ich bekomme, wo die Leute sich dann wirklich auf spezielle Top-10-Videos berufen und sagen, hey, das ist doch schon jetzt so und so alt und es gibt doch jetzt schon so viel mehr Messer, willst du nicht mal ein neues Video machen? Und eigentlich habe ich dann zumeist geantwortet, jo, steht auf dem Zettel, denke ich drüber nach, kommt bestimmt auch noch mal. Und das wollte ich auch eigentlich so machen. Also das war in meinem Kopf drinne und habe immer überlegt, welche Messer sind das denn so, habe das noch nicht tiefergehend betrachtet, aber man hatte immer so ein paar Kandidaten. Und jetzt gab es neulich dieses Modell hier und das ist das Geo, das 901. Und das kostet im Normalpreis, liegt das so bei um die 30 €. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Geo-Knives ja, eine Untermarke von Kubi-Knives sind. Irgendwie sind die miteinander verbandelt, aber ich habe da keine weiteren Infos. Aber qualitativ wirkt das wie aus einem Guss von Kubi-Knives. Also von daher würde mich das nicht wundern, dass das noch eine budgetfreundlichere Serie ist oder einfach nur eine zweite Brand. Da bin ich halt nicht ganz sicher. Wenn jemand da Infos hat, gerne was in die Kommis tackern. Und der Stachel gab es halt im Sale oder war runtergesetzt auf keine 17 €. Und da mir die Linie so gut gefiel, dann in diesem Finish mit den ja, grünen G10-Griffschalen und der Klinge im Two-Tone-Finish, Flachschliff, ich glaube knapp unter 0,6 mm Material hinter der Phase, ja, geschwärzter Klingenspiegel hier, oben dann auf den Flats satiniert, Jimping, das aber völlig ineffektiv ist, stabile Edelstahl-Liner, G10, Backspacer, sicherer, stabiler Liner-Lock, der perfekt zumacht. Nicht umsetzbarer Gürtelclip, der zwar nicht besonders schön ist, aber sehr gut funktioniert, stört nicht wirklich in der Griffhaltung und hält das Messer sicher. Und ein Detent, beziehungsweise ein Zusammenspiel aus Detent-Haltekraft und Sitz des Flippers, was ich als geradezu perfekt erachten würde. Autorität strahlt dieses Messer beim Flippen aus. Ja, also ich habe mir nur gedacht, ganz klar, 17 €, das ist einfach nur pervers. Hier befinden wir uns wieder in diesem Feld, wo ganz klar ist, jemand bezahlt den echten Preis dieses Messer, aber ich bin's nicht, ne? Also wenn man sich schlecht fühlt dabei, dass man sich so ein Messer kauft, dann tatsächlich auch ein bisschen zu Recht. Mir geht es zumindest immer so,
Weil es kann eigentlich nicht sein, dass man so ein absolut sauber gefertigtes Messer, soll angeblich D2-Stahl haben, kann ich soweit es natürlich nicht beurteilen. Aber was ich von Kubi und auch das andere, das 902 von Geo Knives, ich glaube, die haben bisher nur zwei, drei Modelle im Sortiment. Eins hatte ich aber schon mal getestet und es hat sich gut geschlagen. Und dieses hier kam fantastisch, unfassbar scharf, out of the box. Und all das, ja, die saubere Fertigung, die Linie, das weiß alles zu gefallen. Ne? Das ist nicht normal. Also auch wenn das Messer dann den normalen Preis von 30 Euro kostet, das ist nicht zu fassen. Und ich finde, wir müssen ein bisschen davon wegkommen, uns nur darüber zu freuen. Also ganz klar, ich bin da ja genauso. Sonst hätte ich das Teil ja nicht gekauft. Ich schlage da ja auch immer wieder zu. Ne? Da schlägt der Messervirus in meinem Hirn zu und völlig impulsgesteuert, unkontrolliert, ohne dass ein Schutzrelais zugreift, bestelle ich das Teil. Das kommt dann an und ich denke nur, boah, Hammer, für keine 20 Euro. Hammer. Also das Messer gefällt mir wirklich sehr. Sowas kann ein Augenöffner sein. Wenn jemand sowas in der Hand hat, dann rechnet er mindestens damit, dass sowas 50, 60 Euro kostet, also wenn er ein bisschen Ahnung von Messern hat. Und wenn er dann hört, dass das Teil nur die Hälfte kostet oder im Sale dann keine 20, dann ist das irre. Aber halt, irgendwas stimmt da nicht. Denn sowas könntest du in Deutschland nicht für den Preis fertigen. Ne? In Deutschland müsstest du für sowas das Dreifache nehmen, mindestens. Und das geht völlig okay, weil du halt ganz andere Kosten hast. Und das soll ja auch so sein, tatsächlich. Jeder, der beschäftigt ist, der möchte auch gut bezahlt werden. Und auch das völlig zu Recht. Das kennt ihr doch. Ist doch scheiße, wenn man einen Job hat. Entschuldigung, ist doch weniger schön, nicht fluchen, Stefan, ist doch weniger schön, wenn man einen Job hat, wo man buckeln muss und da bleibt am Monatsende kaum was hängen. Und ganz klar ist doch auch, das meine ich da mit den Preiszeiten anderer. Sind es die Arbeitsbedingungen, die Löhne in China zum Beispiel oder sind es Auflagen, die man hat? Das können Umweltauflagen sein und so weiter, Gesundheitsauflagen, Sicherheitsschutz. Aber auch der Service zum Beispiel, wenn du einen Laden hast, wie jetzt zum Beispiel die Altona Silberwerkstatt, dann hast du da einen Shop, der glänzt mit seinem Service. Das ist aber auch natürlich der Grund, warum Maxi in ihrer Silberwerkstatt nicht die gleichen Preise halten kann. Wenn du ein Messer kaufst, zum Beispiel das Real Steel Luna und das kostet bei Maxi 80 Euro. Dann guckst du im Netz und findest das bestimmt bei anderen Shops für 65, für 70 Euro oder halt im günstigerer Preis. Dann diese Shops sind meistens Online-Shops und die haben gar nicht die Kosten. Maxi hat ein riesiges, also ein großes Ladengeschäft mit Werkstatt hinten. Und ihr seht das ja schon, jede Menge Handwerker, ausgebildete Handwerker oder in Ausbildung, die bezahlt werden wollen, die anständig bezahlt werden wollen und all das kostet Geld und auch Service kostet Geld. Denn Service ist in erster Linie Zeit, die Zeit zu finden, sich zu kümmern, auf Telefonate, auf E-Mails zu reagieren, um sich dann mit den Herstellern auseinanderzusetzen, dass zum Beispiel Messer XY, dass die Klinge nicht scharf war, whatever. Und da kümmern die sich drum und deshalb ist das auch ganz wichtig, dass man manchmal nicht immer den günstigsten Deal sucht, dass man nicht immer sagt, yo, je weniger, desto besser, auch wenn die Qualität stimmt. Dieses Bewusstsein sollte immer vorhanden sein. Ich will da gar nicht zu sehr abschweifen, auch wenn ich es schon tue, aber das wünschte ich mir. Ne? Also ein Messer kann auch mal, da gibt es viele Messer, gerade von Real Steel, da bin ich einfach nur geflasht, dass du Messer wie das Megalodon Fossil, das bekommst du für 60 Euro. Mit diesen Mikata-Griffschalen in der Qualität, das ist für mich unfassbar. Es ist für mich unfassbar und auch ein Paradebeispiel an absoluten Top-Tipp für ungefähr 60 Euro, was man da bekommt. Ja, fantastisches Messer. Und genauso wie das Luna im 42A-Bereich, aber auch an Material in der Titan-Version hier, der Knaller. Und um jetzt wieder auf die Spur zurückzukommen,
solche Listen dann zu fertigen, ne? Also dass man sich überlegt, was könnte ich jetzt für eine Top-10-Liste machen oder für eine Empfehlungsliste. Es muss ja nicht immer limitiert sein, auch jetzt die Anzahl 10 oder 5 oder wie auch immer. Aber solche Listen aufzustellen, das wurde mir bewusst, wird immer schwerer. Und das liegt an der aktuellen heutigen Zeit, weil man so unfassbar viel geile Messer am Start hat. Und das liegt natürlich an der Fertigung aus China. Da kommen viele dieser Budgetfirmen her, jetzt Geo-Knives oder halt Kubi-Knives. Dieses Messer hat mich so begeistert, dass ich kurze Zeit später bei dem Modell hier dann zugeschlagen habe. Auch ein Kubi-Knives-Stachel, N96-Stahl, Keramik-Kugellager. Ja, massive Carbonfiber-Griffschalen, alles geschwärzte Hardware, zumindest Titan-Clip, bei den Schrauben bin ich noch nicht sicher. Alles in diesem Greywash-Finish versehen. Das ist ein fantastisches Liner-Lock-Verriegelung. Also das kam out of the box, perfekt eingestellt und ja, es ist unfassbar, dass man sowas dann für einen Huni bekommen kann. Das ist das Material, die Verarbeitungsqualität. Und davon gibt es, ich will nicht sagen Messer wie Sand am Meer, das ist schon außergewöhnlich. Das ist schon außergewöhnlich gut in der Verarbeitungsqualität. Und überhaupt genau mein Beuteschema, super universelle, aber aufregende Klinge. Fein im Flachschliff ausgeschliffen. Ich glaube 0,40 mm nur. Also Schneidteufel, hydraulischer Lauf, flippt unfassbar, macht ganz sauber dicht. Gibt natürlich auch hier Sachen, die mir nicht gefallen. Der Clip, der ist optisch zwar ganz schick, aber funktioniert nicht so, wie ich es gern hätte. Also perfektes Messer gibt es für mich nach wie vor nicht, aber irre, irre das Teil. Und Marken wie Bestech Knives oder Civivi Knives, ja. Die liefern einfach eine Qualität ab, hier das Backlash. Und das macht es für mich immer schwerer, da Bestenlisten zu erstellen. Und das geschah nämlich. Ich hatte dann wirklich das Geo-Knife bekommen und dachte, boah, das muss auf jeden Fall in diese Top-Liste mit rein. Also als Super-Budget-Knife, was für eine Qualität, kein Game Changer, das ist, finde ich, übertrieben jetzt. Das ist schon wirklich fantastisch, aber es gibt andere Modelle noch. Ich erinnere mich zum Beispiel von Hans, das ist das Talisman. Das ist das 30 € hat das damals gekostet. Jetzt im Preis, glaube ich, angezogen auf 40, 50 € und gar nicht so leicht zu beziehen in Deutschland, aber ein großartiges Messer. Und ich habe hier mal eine kleine Liste von Messern, so bis 100 €. Und da sind Messer von Civivi, zum Beispiel das Governor, das Hooligan, aber auch Bestech mit dem Tango, mit dem Kendo, langsam Stefan, von Kaiser Tangram habe ich das Santa Fe, auch ein fantastisches Messer. Ja, leider hat Tangram scheinbar die Serie eingestellt. Ja, wirklich ein tolles Messer, sollten sie wieder aufleben lassen und alle möglichen Marken von Steelworld, das Screamer, von CRKT, das Tuna, das Speed von CRKT, aber auch von Steeltech, das Kommando, das Number Two, das schon gezeigte Megalodon Fossil von Tuya, das Talisman von Real Steel, das H6, aber auch das Tor von Bestech, das Texel, von MKM, das Isonzo, das Sidus von Real Steel. Überhaupt Real Steel für mich eine Marke, die da ganz, ganz vorne mit dabei ist. Ein genialer Stachel jagt den nächsten, das G-Slip. Das sind so tolle Messer, aber auch Modelle wie das Blur von Kershaw, das Wasp von Manley. Nochmal Real Steel, das Rockhard, auch ein besonderes Messer. Und ja, das Anthropos, nochmal Civivi, aber auch das Terra von Amare Knives.
Da haben wir Modelle wie das FeelPro, das größere Coloso liegen auch noch im Bereich bei 100 Euro knapp drunter. Sanremo mit dem Tando, dem 1161. Cold Steel mit dem Working Man. Und Modelle jetzt vielleicht nicht die S330V-Version hier, aber das UK PK insgesamt als super tauglicher EDC-Stachel oder das Delica. Das sind alles fantastische Tipps und dazu dann noch Opinels, die ganzen Schweizer Taschenmesser. Und das geht ja in einem fort. Von QSP Knives, das Copperhead fand ich super. Das Atmos von Kershaw, das Backlash, das ich in der Hand habe, das Phoenix von QSP. Das Vase von CRKT war großartig. Was für ein Schneiteufel mit Fieldstrip Technology. Das Griplock, das Quaken, das Keyhorn, das Caracal von Böker Plus. Alles, also vier super Modelle. Das Peak in der Einhand- oder Zweihand-Version, das 9008 von SRM Knives mit polierter Schneidphase. Und das Tangram zum Beispiel, beziehungsweise von Tangram das Vector, dieses Buttonlock Aluminium Modell von Mr. Blade, das Ottawa, das 910 Plus von Sanremo, das 710. Dann von Nextorch die T-Cut-Serie, das Tough, von Rake Knives, das P135 von T-Cut, das Zero und Uli Hennicke mit dem Horus Real Steel, Böker Plus Lancer, Rake Knives, das P801, der Kubi Titan Flipper damals für 50, 60 Euro, das H7 von Real Steel sieht man viel zu selten, ebenso wie das Sea Eagle. Der Kaiserbegleiter, das Böker Plus, das neue F3.5, von Kubi, das Raven, auch ein fantastischer Flipper, das alte 913P, von Mr. Blade soll man auch nicht vergessen, das HT1 oder HT2, das E571 von Real Steel, das Injection von Kershaw und vor längerer Zeit Keruska Messer, der Flipper von Honey Badger und natürlich auch die Klassiker, das Ontario Red Wonder, das Tenacious von Spider Co., das Recon One von Cold Steel, aber auch Modelle wie das EL01, damals das Pullman Cinderer, also von Enlan, das Kershaw Skyline, CRKT, das vergessene Drifter, sieht man leider so gut wie gar nicht mehr, das Voyager von Cold Steel, das Flash One und auch das Flash Two von SOG, das 704 von Ganzo, das Buck Vintage und so weiter und so fort. Das ist eine Liste an Modellen, die mir recht schnell ansatzlos einfiel. Also jetzt nicht Freihand auf Kopf, ich habe das jetzt schon abgelesen, ne? Aber das konnte ich so runterrattern. Das sind fantastische Messer und das sind nur die Messer, die ich schnell im Blick habe. Wenn ich euch alle frage, dann könnt ihr mir ohne Ende, da bin ich mir sicher, Modelle in die Kommis tackern und das könnt ihr auch gerne mal machen, wenn ihr Bock habt. Wo ihr denkt, Stefan, das Teil gehört auf jeden Fall da noch mit rein, her damit. Und das ist die Krux aktuell bei solchen Bestenlisten. Die Auswahl ist so immens geworden und es gibt kein Messer mehr, das alles wirklich, wirklich wegrockt. Ganz klar, so ein Rockhard, das ist schon was ganz Besonderes. Das muss man mal in der Hand gehabt haben, um das wirklich zu beurteilen, wie ich finde. Das Backlash ist ungemein schneidtauglich. Das G-Slip ist für mich eins der besten Messer, das 2019 überhaupt rauskam. Fantastisch, also wenn man denn Wert legt auf den 42A und ja, solche Modelle hier von Kubi, die blasen mich echt um. Das ist irre. Und halt auch ältere Modelle wie das H6, die wissen mich stets zu begeistern. Die sind sowas von tauglich. Und da hat jeder so seine eigenen Favoriten, egal ob dann jetzt halt von Real Steel oder von Cold Steel.
oder whatever. Und es wird immer schwerer, da eine Top 10 aufzuzählen, wo ganz viele sich absolut wiederfinden. Denn es gibt so viele gute Messer und ich lasse ja zum Beispiel jetzt all die Klassiker raus, die es aus Frankreich gibt, aber auch aus Solingen, aus Deutschland, die es aus Italien gibt, die wirklich tolle traditionelle Messer fertigen, aus Japan, aus Spanien. Die Amerikaner haben tolle Sachen am Start. Und auch da kann man so ungemein fündig werden. Auch die schlafen ja nicht, auch die produzieren nach wie vor. Und die Hülle und Fülle ist so gigantisch geworden. Also ich habe den Überblick schon lange verloren. Und es fiel mir jetzt so schwer, dass ich das mit der Top-10-Liste erstmal auf Eis gelegt habe. Also tatsächlich, ich wüsste da nicht, was ich benennen könnte, beziehungsweise doch. Das ist ja das Problem. Ich könnte so viel benennen. Ich müsste eine Top 100 machen und das wird schon nicht reichen. Aber ein Top 100 Video würde A zu lange dauern, oder als Mehrteiler wäre einfach zu viel Arbeit. Es wäre echt zu viel Arbeit. Und die ganzen Messer ranzukarren, ja, ja, ich will nicht sagen, dass es keinen Sinn macht. Ist Quatsch, wäre eine geile Reihe, aber wird so viel Arbeit machen. Das wäre eher ein Riesengemeinschaftsprojekt mit 10 YouTube-Kanälen. Jeder macht 10 Plätze von 1 bis 10, von 11 bis 20 und dann hoch. Ja, bis man bei 100 bis ist, dann würde das eine tolle Sache sein. Aber anders könnte ich mir sowas nicht vorstellen. Und jetzt alleine eine Top 10 nochmal aufzustellen, das ist mir zu limitiert und das habe ich tatsächlich als problematisch empfunden, als wirklich eine Krux, die ich zu meistern nicht imstande war. Einfach weil die Anzahl an guten Messern, die fähig sind, ja, bis 100 € die ist gigantisch. Die ist wirklich gigantisch. Da nochmal mein Aufruf, tackert mal rein. Tackert mal rein, was eurer Meinung nach da auf jeden Fall mit dazugehört, welches Modell. Also das Geo 901 für den ganz schmalen Taler kann ich euch absolut empfehlen. Ebenso aber das Cold Steel von Working Man. Deutlich teurer, wirkt eine ganze Ecke weniger wertig, ist aber dennoch natürlich absolut zu empfehlen, weil es tauglich ist. Der Nylongriff kommt natürlich nicht so wertig daher, also was hier natürlich, aber ich empfinde es so wie dieser G10-Griff. Aber wir haben hier den Tri-Adlock, der macht vom Verschluss her, dass das Working Man wirklich höchst solide, vom Verschluss sicherer als der Liner-Lock hier. Aber da muss jeder für sich entscheiden, was er möchte. Ja, das Santa Fe. Da funktioniert einfach alles, auch die Optik, so ein cooler Stachel. Das Sidus hier, mit den nachleuchtenden Carbon-Griffschalen, die müsste man natürlich mit Licht noch ein bisschen aufladen, damit man das dann sieht. Mal kurz an die Leuchte gehalten, aber ein großartiges und extrem schneidtaugliches Modell und ja. Es hört halt nicht auf, ne? Es hört halt nicht auf. Und ich bin echt gespannt, wann ich das dann nochmal mit einer neuen Top-10-Liste umsehe, angehe. Da muss ich wirklich mal in mich gehen. Also eine Liste, die ich selber erstelle, die sehe ich aktuell erstmal nicht. Ja, weil wir in den für uns als Sammler in den besten Zeiten leben, die es gibt. Viele sind vielleicht der ganzen Sache ein bisschen überdrüssig, weil diese Flut an Messern so immens ist und manche verlieren da tatsächlich auch die Lust dann, weil man den Überblick verliert und weil ein Messer sich ans nächste reiht. Ich sehe das ein bisschen entspannter. Ich denke mir nur, boah, was für eine Auswahl. Man sollte sich da nicht verrückt machen lassen, sondern sich einfach erfreuen, dass man eigentlich tatsächlich immer das Messer finden kann, was man sucht, in dem Preisrahmen, den man gerne anvisiert. Ja, das ist wie gesagt auch ein heikles Thema, weil die Klapper aus China, ja, den Warenpreis, den zahlt ein anderer, aber ja, nicht jeder von uns, also ich habe doch nur, also ich habe einfach mein Glück, dass ich die Nummer hier über meinen Kanal regeln laufen lassen kann, und dadurch mein ganzes Spielgeld nicht mehr für Messer raushauen muss, aber auch mich, ich sagte es ja schon, erwischt das immer wieder, da kann ich nicht in mich halten und nicht ein Euro habe ich bei diesem Klapper hier jetzt bereut. Im Gegenteil, bin so,
so happy, dass ich das Teil gekauft habe. Also auch ich bin aus dieser Nummer, aus diesem Kreis, diesem Messervirus, ja, diesem Impulskauf, nicht raus. Ich kenne das also nach wie vor auch noch, immer eine schwierige Sache und ich will das gar nicht verteufeln. Ja, ich kann es gut verstehen, wenn man versucht, den ein und anderen Euro zu sparen beim Messerkauf. Denn Messer ist ja nicht das Einzige, was das Leben schön macht. Es gibt viele Dinge und für alles braucht man, nicht für alles, aber für einiges braucht man Geld. Und deshalb muss man gucken, dass man eine gewisse Harmonie findet. Harmonie ist auch wieder Quatsch. Der Begriff ist zu groß, aber irgendwie eine gewisse Balance, dass man ab und zu mal auch da Geld lässt, wo man weiß, wie zum Beispiel jetzt bei der Altona Silberwerkstatt oder halt bei eurem Messershop eures Vertrauens, bei eurem Messerladen in der Nähe, da wo ihr denkt, da ist mein Geld wirklich gut aufgehoben, dass ihr da dann den ein und anderen Euro mehr zahlt, genauso wie das Restaurant bei euch in der Straße oder im Ort, wo ihr gern essen geht, weil ihr wisst, da ist das Geld gut aufgehoben. All diese Dinge, die muss man versuchen in Balance zu wahren. Da hat jeder seine eigene Priorität. Und genauso sollte das auch sein. Und da sollte man auch nicht anfangen zu urteilen und zu bewerten, wie andere das machen. Aber ein jeder, genauso wie ich, sollte da einen Blick drauf haben, dass man versucht, da ja, immer mal wieder so zu konsumieren, ja, dass man nicht nur jetzt zum Beispiel diese China-Klapper zum Beispiel auch direkt aus China ordert. Oder dass man immer denkt, geil, da ist es nochmal 5 € günstiger und. Ne? Also ein gewisses Bewusstsein wäre eine gute Sache. Jo, ja, und das war es im Großen und Ganzen. Thematisch doch einiges drin gewesen, also nicht nur die Koks der Empfehlungslisten in der aktuellen heutigen Zeit, sondern halt Messerpreise an sich, ja, und halt auch, wo man konsumiert, wie man konsumiert. Ist ja genauso im Supermarkt, ne? Also klar, ich esse auch mal gern eine Avocado, so auf dem lecker getoasteten Toast, Avocado, ein bisschen Kalamanak, Salz noch drüber, super lecker. Mache ich auch mal gerne. Wenn man aber das Bewusstsein dafür hat, wie zum Beispiel der Wasserverbrauch ist, um die Avocados ja, zu erzeugen, dann ist einem auch klar, dass man sich nicht jede Woche eine Avocado kaufen sollte. Und wenn man Äpfel kauft, guckt man oder sollte man gucken, dass die aus der Region kommen. Ganz klar, nicht jeder kann sich den Bio-Apfel leisten. Oder man muss alles anpassen, ne? Der ganze Verbrauch, auch da muss es ein Systemwechsel, ein Umdenken in unseren Köpfen, in der Wirtschaft, in der Politik. Das muss übergreifend gehen. Und ja, ich drifte wieder ab. Ich höre auch auf jetzt. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, bin auf euer Feedback gespannt, wie ihr das seht, und vor allem auch, was ihr empfehlen könnt. Das finde ich ja wirklich interessant, denn viele von euch, also von ja, den Leuten, die nicht aktiv einen YouTube-Kanal betreiben, sind aber absolut in der Szene drin, wissen oftmals viel mehr, viel besser Bescheid. Zum Beispiel auch, weil sie sehr aktiv auf Instagram sind. Ja, da bin ich nicht aktiv. Deshalb kann ich von euch immer viel Neues noch lernen. Und ja, in diesem Sinne, immer schön scharf bleiben, immer ein gutes Messer mit am Mann haben. Ja, all knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.